Der Bewerbungsablauf war bei mir so, ich habe mich per E-Mail damals auf eine Stellenbeschreibung beworben. Ich wurde zu einem Gespräch eingeladen, war aber sofort sehr angenehm, wertschätzend, ganz ein offenes Gespräch und war eine gute Erfahrung von Anfang an. Ich habe eine HTL-Ausbildung gemacht und habe mich während meiner Bundeswehrzeit bei DKE beworben, wurde dann zu einem Gespräch eingeladen mit dem damaligen technischen Leiter. Ich habe mich tatsächlich bei karriere.at beworben und wurde dann zu einem Aufnahmetest eingeladen. Den habe ich dann erfolgreich absolviert und dann kam es zum Bewerbungsgespräch. Mein Bewerbungsgespräch war ein sehr offenes und aufklärendes Gespräch. Meine Fragen wurden beantwortet. Ich habe mich von grundlegend von Anfang an wohl gefühlt. Die Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch war wahrscheinlich ganz klassisch. Ich habe mich im Internet mal informiert, was die Firma generell so macht, damit ich einfach gut informiert bin über die Produkte und was da vor sich geht. Wichtig ist, authentisch zu sein, nicht aufgesetzt zu sein. Authentizität ist das Wichtigste. Wenn sich Mitarbeiter bei uns um einen technischen Job bewerben, ist es mir persönlich ganz wichtig, wie das Auftreten ist. Natürlich braucht man fundiertes technisches Wissen in diesem Bereich. Wenn man in der Aufzugsbranche tätig sein möchte, sollte man auf jeden Fall eine gewisse Affinität für Technik und im besten Fall auch für Aufzüge und Rolltreppen mitbringen. Quereinstieg ist absolut denkbar und möglich. Ich selbst bin Quereinsteiger aus der Fahrzeugtechnik. Es sollte natürlich für den Bereich, wo man sich bewirbt, ein Grundverständnis da sein und dann lernt man die spezifischen Bereiche im Job. Mein Tipp an alle Bewerberinnen und Bewerber wäre, sich einmal über die Firma zu informieren. Das ist wahrscheinlich ganz klassisch, aber einfach mal anschauen, was die Firma macht, was die Tätigkeiten sind und sonst einfach nur ganz locker, ehrlich und authentisch dieses Gespräch antreten. Ich glaube, da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man authentisch bleibt. Wichtige Eigenschaften für Leute, die ich einstelle, sind offen, kommunikativ und sympathisches Auftreten. Eine große Freude bei unserem Unternehmen ist es, dass wir jedes Jahr ein gewisses Kontingent an Lehrlingen aufnehmen und die auch gerne ausbilden und natürlich uns dann auch freuen, wenn die Lehrlinge uns lange erhalten bleiben, so wie schon der ein oder andere, der sich dann mittlerweile zu einem echten Spitzentechniker entwickelt hat. TKE Elevator sucht immer Aufzugsmonteure und Monteurinnen, also wenn du dich dafür interessierst, du bist immer willkommen.